Wieso machen wir das Abenteuer und werden Miteigentümer von der Kaffeefirma Finca? Oder was? Ich frage dich, was machen wir eigentlich hier? Wir wollen lernen. Wir wollen lernen, das, was man unseren Schulungen erzählt, das, was wir mit Kaffee machen auf der einen Seite von der Warenkette, an dem Ende, wo wir den Kaffee rösten, zubereiten und am Schluss verkaufen, wenn wir das vermitteln, was eigentlich auch ganz am Anfang passiert. Und das passiert da. Das ist in dieser Baumschule. Die ganze Kette zu schliessen, das war schon immer eine Idee gewesen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das konsistent können zu machen, und zwar mit möglichst viel Fachwissen. Wir haben hier ein Team aufsetzen innerhalb von einer Woche, das super stark ist. Und mit dem Team können wir extrem viel bewegen und vor allem auch sehr viel kommunizieren. Wieso machen wir das? Ja, schon in der Gründung von den Kaffeemachern haben wir uns eigentlich vorgenommen, in der Kaffeemacher GmbH die ganze Kette abzudecken, des Kaffees und ein bisschen auch zu verbinden und Wissen zu transportieren, wie du das schon gesagt hast. Gleichzeitig aber auch gewissermaßen auch einen Wertschöpfungsausgleich zu kreieren. Es ist tatsächlich so, je weiter nach hinten in der Kette der Kaffeewertschöpfung, desto mehr ist der Wertschöpfungsanteil, und wir haben jetzt sowas wie eine Assoziation ein bisschen geschaffen, also eigentlich eine Verbindung über die gesamte Kette, und haben uns jetzt entschlossen, eben auch wieder im Anbau eigentlich zu investieren und hier eine Farm zu stabilisieren, da eben nicht eine Farm zu kaufen, sondern oder nicht zu übernehmen, sondern Teilhaber zu werden. Zusammen mit einem Kaffeeproduzenten, mit Roberto Castellano, der hier Santa Rita die letzten Jahre geführt hat. Zum Teil sehr aktiv auf der Farm. Dann aber, als die große Reuerwelle kam, auch aus dem herausgedrängt wurde, das nicht mehr alleine weitermachen konnte. Jetzt einen täglichen Job eigentlich woanders hat. Immer noch diese Farm hat, die aus der Entfernung ein bisschen weitergeleitet hat. Und ja, jetzt ist wie die Möglichkeit entstanden, dass wir gemeinsam mit ihm diese Farm leiten. Das heißt, wir werden 50-50 zusammen Gesellschafter werden. Das heißt, wir haben von ihm die Hälfte quasi der Farm übernommen und treten jetzt ein in einen ganz engen Austausch, was wir eigentlich hier gemeinsam wollen und was sein soll. Und das ist total spannend, also was wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben und welche Fragen wir uns jetzt auch so stellen konnten zum ersten Mal oder so stellen mussten, weil wir plötzlich in eine neue Perspektive kamen. Wir haben eigentlich ein Kaffee-Mikrokosmos-Farmführungsstudium innerhalb von 3 Tagen gemacht, was es alles braucht, theoretisch. Das ist ganz wichtig zu sagen, wir haben jetzt theoretisch das zusammen, was es braucht. Und jetzt werden wir anfangen zu arbeiten. Und was der Benni gesagt hat, ist extrem wichtig. Stabilisieren, ich glaube, das ist ein Schlüsselwort da. Darf man nicht vergessen, und das sind wir uns völlig bewusst, wir sind in Nicaragua. Wir sind in Nueva Segovia, das ist im Nordosten, das grenzt an Honduras. Wir sind innerhalb vom Radius von 12 Kilometern bis zu der Grenze in die Richtung, und dann ist man schon in Honduras. Das ist eine von der ärmsten, Nicaragua ist eines der ärmsten Länder auf der Welt, und das ist ein Fakt. Und wir sind uns bewusst, dass wir, wenn wir hier anfangen, zusammenarbeiten und investieren und ein Ziel haben, um längerfristig da zu sein, dass das viel Komplexität mit sich bringt, nicht nur auf der Kaffee-Ebene, sondern auch politische Komplexität, kulturelle Komplexität. Und das ist eine Herausforderung, das sehen wir auch so. Wir probieren da ohne Scheuklappe heranzugehen. Wir haben in unserem Team auch viele lokale Fachkräfte wissen, die Übersetzung auch erleichtern. Weil am Schluss ist es nicht nur eine Übersetzung von Qualität, sondern auch eine Übersetzung von Traditionen und Kulturen. Genau, so ist es. Und eben wichtig, das ist jetzt nicht eine Kaffeemacherfarm, sondern die Farm heißt Santa Rita. Wir sind daran beteiligt. Das ist ein lokales Unternehmen oder eine lokale Struktur. Zusammen jetzt eben mit Roberto. Und dann gibt es hier eine Familie, die vor Ort wohnt. Noch einen Farmmanager, der jetzt noch neu dazuzieht. Es gibt eine Buchhaltung hier vor Ort. Und wir haben quasi einen Repräsentanten vor Ort. Das macht der Tim Williams für uns, der hier quasi als verlängerter Arm, aber auch in unserem Namen handelt. Und ja, mal schauen. Du sagst immer, es wird eine Fernbeziehung gewissermaßen, aber wir haben schon die nächsten Reisen geplant. Und dennoch wird es natürlich eine Herausforderung, aus der Entfernung hier begleitend dabei zu sein. Was wir aber sicher werden machen, ist möglichst viel berichten können.
Und zwar möglichst wirklich Feldnotizen. Also wirklich das, was da passiert, können zu transportieren. Was man nicht will, das haben wir jetzt schon sagen, ist Happy Farmer transportieren. Wir wollen es aber auch nicht dramatisieren. Was wir probieren, ist wirklich faktenbasiert Wissenschaft und faktenbasiert berichten, was da passiert. Und zwar wöchentlich, täglich, jeglichen Fortschritt können zu berichten. Und zwar so aufbereitet, dass es auch bekömmlich ist. Es wird technische Abschnitte geben, es wird lustige Abschnitte geben, es wird vielleicht auch mal dramatisch sein, aber so, dass man wirklich kann spüren, was da passiert. Und das ist unsere Aufgabe, das zu transportieren, und das ist eine schöne Aufgabe, wir freuen uns. Mega, also so ist es. Und ihr werdet noch viel von uns hören, wir können jetzt auch noch nicht alles erzählen. Auch wenn wir brauchen noch ein paar viel im Köcher, wegen dem ist das bis jetzt mal gut. Nein, auch wir sind voller Eindrücke, mega dankbar, mega froh, was alles geht und dass wir das hier so realisieren können, auch dank der Unterstützung vieler toller Leute, die das hier fantastisch vorbereitet haben. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten und in diesem Sinne, ne? Grüße von Santa Rita. Hasta pronto. Hasta pronto.